Ja, und da sind wir wieder zurück bei Marvel Avengers Alliance. Ja, was Neues gibt's eigentlich noch nicht. Spezialoperation ist keine da, PvP ist keine da. Dann haben wir ja in Ruhe Zeit, bei Season 1 in Kapitel 7 weiterzumachen. Wir haben ja die ersten beiden hier schon fertig. Und ja, machen wir jetzt mal der dritte. Hier gibt's auch einen epischen Boss. Mal gucken, ob wir den bekommen. Mission heißt Kopfschuss. Uiuiui. Das hört sich brutal an. Es hört sich brutal an. Mal schauen. Wir gehen natürlich in den Expertenmodus. Den normalen Modus mache ich nur, um dann auf 5 Sterne zu ballern. Wenn ich das hier schon fertig aufgenommen habe. Aber das habe ich noch nicht gemacht. Das ist ja noch ein bisschen hin. Mission Kapitel 7 ist ja auch noch nicht fertig. Ja, dann fangen wir mal an. Agent, die Lage ist schlimm und sie wird noch schlimmer. Wieso? Nick und Maria wurden in der die haben einen Wortschatz hier, ne? Nick und Maria wurden in der Latverianische Botschaft eingestellt für einen diplomatischen Einsatz. Ich weiß zwar nicht, was Fury auf einer Party voller Diplomaten soll, aber so ist es nun mal. Und jetzt sind sie verschwunden. Die Latverianer sagen, sie wüssten nichts darüber, aber da wimmelt es nur so von der Magier. Ich brauche sie vor Ort, Agent. Am besten gestern schon. Ergreifen Sie jede Maßnahme, die Sie für nötig halten. Black Cat wird am Zielort zu Ihnen stoßen. Okay. Okay, wir... Tony, ich habe gerade Vector aus der Latverianischen Botschaft gehen sehen. Ich schicke dir jetzt seine Koordinaten. Verstanden, Cat. Sieht es aus, als würden die UFOs noch im Geschäft und an dieser Entführung beteiligt. Vector muss hergebracht werden, Agent. Und Cat, wenn du Vector hervorlocken kannst, nehme jeden Hinweis auf den Aufenthaltsort von Nick und Maria. Verhöre zählen nicht zu meinen Spezialgebieten. Dann prügel es einfach aus ihm raus. Das kann ich. Ja, dann war mir klar, dass du das kannst. So, gucken. Und irgendein Helden. Angel! Angeblich macht der Daily Bugle eine Story über die Entführung von Fury und Hill. Das ist keine gute Idee. Jemand muss zu Bugle J. Jonah Jameson muss erfahren, dass wir ihm ein... ich bin so blöd, ne? Jemand muss zu Bugle J. Jonah Jameson muss erfahren, dass wir ihm ein Exklusivinterview geben, sobald wir sie gerettet haben. Ah ja. Ja, ich habe jetzt einfach den Punkt mal total übersehen. Gibt's bei mir nicht. Punkte gibt's nicht. So, Gambit, der bleibt jetzt noch immer. Ja, Wolverine, du bist fürs Training fertig. Das ist scheiße. Ich bin sowas von pleite. Ja, Luke Cage, du kommst mal rein. Die Kleinen müssen mal trainiert werden. Ich vergesse das die ganze Zeit und ich bin dann so. Und die werden dann auch nicht besser. Und Avalanche. Avalanche. Und dann geht's jetzt auch los. So, jetzt ballern wir sie alle weg. Jetzt hauen wir sie alle weg. Alle weghauen. So, komm. Komm. Her damit. Gib mir die Gegner. So, guck mal hier. Ein paar Fußsoldaten. So, die dürfen doch noch anfangen, die Arschköpfe. Aua. Ja, das hast du jetzt davon. Aua. Ey, die sind noch nicht so weit. Komm, Tony. Ich bin Groot, komm. Ja, ich bin Groot. Und der Himmel fällt. Autsch. Autsch. Kriegt jeder auf den Kopf. Geil. Wo kommen die denn her? So, erstmal Verwerfung. Und der Himmel fällt schon wieder. Wo kommen die Steine her? Ich weiß das nicht. So. Wir sind gleich dran. Der hier. Müsste der in der Mitte sein. Ja, genau. Komm hier, da machen alle. Genau, du darfst halt auch mal. Bam, 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 bam. So, der ist kaputt. So. Und wir nehmen den hier. Ah, der ist nicht ganz kaputt. Schade. Aua. Na, der wollte nicht. Der ist hängen geblieben. So, dann gehst du auf den hier drauf. Jawohl. So, hau ihn weg. Ja, Schlag ins Gesicht. In your face. Und den machen wir jetzt kaputt. Und dann kommt die nächste Welle. Da kommt so ein einsamer Bauer. So ein einsamer Leibwächter. Ja, der kriegt jetzt eine Schockwelle. Ich bin geschockt. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Aua. Ja, das tut immer weh, ne? Ja. Und nochmal Verwerfung hinterher. Jawohl.
So, und du hau ihn einfach nur. Genau. Schlag ihn zusammen. Hau ihn! Wunderbar, du hast ihn gut verhauen. Oh, jetzt haben wir Löcher. Oh, oh, ich bin getroffen worden. Ich auch und ich fall um. Aber wir haben gewonnen. So. Zack, zack, zack. So, Angel ist fertig. Es ist nicht so, dass ich nicht an die Pressefreiheit glaube. Ich denke nur, dass sie auch die Freiheit hat, manchmal einfach still zu bleiben. Oh. Und wir bekommen ein Riechsalz. Ja, das riecht immer so eklig. So, hier kommt irgendein Held. Angel! Hier kommt Spider-Man! Rein! Die Magier hat ein paar Schaltagenten auf einem Dach festgenagelt. Wir müssen sie rausholen, aber die umliegenden Gebäude machen einen Flug an unmöglich. Spider-Man? Ich schwinge mich rüber! Okay. Und hier brauchen wir einen Taktiker. Ach, guck mal, Captain America, den habe ich ganz vergessen. Den haben wir ja auch noch. Ein Mitarbeiter der latverianischen Botschaft will desertieren. Wir können sie jetzt nicht rausbringen, aber wir müssen herausfinden, wie man das am besten anstellt, wenn die Zeit reif ist. Das ist ein Job für einen Taktiker. Gut. Oh, da ist dieselbe Kombo nochmal. Ja, ja, dann bleibt die gleiche Kombo auch nochmal. So einfach ist das. So, kommt mal her, ihr vier. Erstmal drei, dann kommt der eine ganz alleine. Wie jetzt? Warum gehst du auf den drauf? Bist du bescheuert? Wir haben es aber mit Luke Cage. Okay, dann kommt jetzt aber Agent Kroll und der haut euch jetzt alle in den Popo. Siehst du, kriegst ein Schwert ab. So, das ist geflogen. Da sagst du nichts, ne? Ja, siehst du. Ich brauch Kroll nur rufen, der macht alles. Der macht alle kaputt. Okay. Reicht mir jetzt hier. Ja, du hast mir nicht umsonst am besten in die Brust geschossen. Ja, so geht das nicht. Und er hat noch 4,30, das gibt's doch jetzt nicht. Avalanche, mach doch mal deinen Job vernünftig. Ja, irgendwie macht Fraps heute nicht mit. So, der kann nach Hause fahren. So. Den verhaut Luke Cage jetzt. Der haut den aber richtig zusammen. Ja, so, du kannst auch wieder gehen. Ich will keiner sehen hier. Kommt die nächste Welle. Oder kommt schon wieder hier dieser einsame Leibwächter. Hier, das ist meine Kugel. Na, was sagst du zu meiner Kugel? Oh, die ist ganz schön stark, ne? Hier, in your face. So, und jetzt hauen wir nochmal drauf. Hier, Schockwelle und du bist weg und wir haben gewonnen. So. So einfach ist das. Angel ist mal wieder fertig. Was bringst du mir denn Feines? Aha, eine Overdrive-Ampulle. Wer kommt hier rein? Ein Aufmischer. Iron Fist. Ja, momentan sieht's gut aus. Und bis jetzt schon wieder die gleiche Kombo. Ja, da stehe ich ja voll drauf. Ja, mach weiter. Momentan sieht's mit den Einsätzen gut aus. Wenn jetzt keiner mehr kommt, haben wir vielleicht das Glück und haben den epischen Boss nachher noch vor uns. Und jetzt kommt erstmal SUG Reigns zur Hilfe. Der zieht hier und kriegt schon voll das Kotzen. Jetzt kommt der Blick des Ra. Ja, das war sehr gut. Hast du fein gemacht. Die Rüstung ist weg. Ja, du nimmst dir jetzt den vor. Genau, erstmal einen schönen Schlag. Genau, der wird jetzt nochmal verhauen. Verhau ihn. Schlag ihn. So, hier kommt diese Schockwelle. Ja, und das war's. Der ist schon mal weg. So, den schicken wir jetzt auch nach Hause. Ja, der ist jetzt ganz allein. Gegenangriff. Abgesessen. Die Rüstung ist auch weg. Und auf einmal sieht der Schaden schon viel größer aus.
Komm, Avalanche, du machst den Rest. So. Und da kommt schon wieder der einsame Magier-Leibwächter, der denkt, ich reiß das jetzt noch hier. Hier, das sag ich dazu. Mitten in die Schnauze. So. Schockwelle. Wenn das jetzt... Ja, nee, oh, daneben. Oh, Mucke, du bist so schlecht. Du bist einfach nur schlecht. Okay, jetzt hole ich's wieder raus. So. Wenigstens ein bisschen. Ja, der letzte muss ja wieder daneben gehen. Das hätte uns gereicht. Naja, was weg ist, ist weg. So. Auf Wiedersehen. Jetzt müssen wir aber zusehen, dass wir Nick und Maria wiederfinden. Sag mir nicht nochmal, ist schon wieder die gleiche Kombo. Zwei Scheinagenten sicher wieder auf dem Boden. Vielen Dank, Held. Hat jemand Fotos gemacht? Ich könnte sie für mein Sammelalbum gebrauchen. Du, das habe ich jetzt vergessen. Peter Parker hat leider die Kamera nicht dabei gehabt. Auch wenn du Peter Parker bist, aber psch, muss ja keiner wissen. So, Iron Fist ist auch fertig. So, zack, zack, zack. Hier sind nicht nur die UFOs, Tony. Jack O'Lantern ist im Block runter, nicht weit von der Botschaft. Sieh dich da mal um. Wenn du Nick und Maria siehst, melde dich. Wenn nicht, kannst du angreifen. Hab ich schon. Kein Zeichen von den beiden. Dann ist das dein Zeichen. Einsatz freigegeben. Okay, gut. So. Ja, ich will die geringe Gefahr jetzt haben hier. So, geht doch. Geht doch! Dann machen wir nämlich die Kombo nochmal. Das vierte Mal. Aber die wollen's so, ne? Kann ich auch nichts für. Dürfen wir anfangen? Ja! Und es kommt Agent Royal Devil. Memento Mori. Ey. Ja, danke, danke. Auch wenn ich noch nicht ganz verstanden habe, was das Ding macht. Außer Todesfrost, Doom und Verzweiflung. Aber der Schaden war mal kacke. Wenn ich das mal so sagen darf. Aber danke, dass du für die Hilfe kamst. Zack. Zack. Und zack. Oh, man geht mal auf mich, was ist denn da los? Ja, aber das hast du davon. Ja, leb damit. Hast du Pech. Tschüss. Da ist er selber schuld. Oh, Zugverlust. Autsch. Och, das ging schon wieder daneben. Ich glaub das kaum. Autsch. So, ich muss aber wieder rausholen. Jedes Mal geht das hier daneben. So, geht doch. Nächste Welle. Schon wieder dieser komische Vogel. So, bitteschön. Daneben. Also langsam, ne? Enttäusche ich mich selber. Ja, das war gut, aber er darf noch mal. Einmal da war noch. Jetzt sei denn, ich baue schon wieder Mist. Todsicher. Ja, ich bin mir jetzt auch todsicher. Dankeschön. So. Okay, lassen Sie sie vorerst an Ort und Stelle. Sie versorgt uns mit guten internen Informationen. Aber wir müssen sie wirklich so schnell es geht rausholen. Und wir kriegen eine Genimpfung. Und der epische Boss kommt gleich wirklich auf uns zu. Es kommt nämlich kein Einsatz mehr. Das ist super. Ist das jetzt jedes Mal gleiche? Ja, geil. Dann weiß ich schon auf jeden Fall, wen ich reinsetzen werde. Du bleibst drin. Und damit er dann fürs Training bereit ist. Aber es wird auf jeden Fall jetzt Taskmaster kommen.
Bei so vielen verschiedenen Klassen ist Taskmaster einfach das A und O. Der ballert alles weg. So, jetzt kommt erstmal Ancient Hitman mit Beast. Wir sind alle verloren. Boom. Und er ist generalisiert. So, auf den gehen wir nämlich mal zuerst. Auf den Magierschläger. So, jetzt ist jeder erheben. Schockwelle! Ausgewichen! Schadenfreude gibt's bei mir überhaupt nicht, ne? Nö, da täuscht. Aber keiner geht auf Taskmaster, als würden sie wissen, dass er die Klassen annehmen kann. Als würden die das riechen. So, der ist weg. Du lebst noch? Wieso lebst du noch? Okay, der ist jetzt weg. Weg, weg, weg. Aua, 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 aua. Ey, ist gut jetzt. Hau ab jetzt. Und da kommt Magier Leibwächter. Auf dem müssen wir wahrscheinlich sowieso drauf. Ja, kriegt schon mal 2251 ab. Aber lass du das jetzt hier nicht sterben. Ich schwör's dir. Jawohl, das hat gesessen. Jawohl, der ist weg. Hast du super gemacht. Todsicher. So, jetzt kommt die Aufmischerkraft. Aber nicht für uns. Okay, du willst es so, dann hau ab. Gegenangriff. Jawohl. Okay, dann kriegt jetzt die Aufmischerkraft jeder. Dann lebt damit. Flugstahl. Jetzt kommt der Flugstahl geflogen. Hast du gesehen? Ja. So schnell konnte er gar nicht gucken, dann kam das Schwert geflogen. Und tschüss. So, dann ist Avalanche fertig für Level 4. Zack, zack, zack. Machen wir auch jetzt sofort. Das kann ich mir wenigstens auch leisten mit 116.000. Das kostet mich nur 2.000. So, dauert ein halbes Stündchen. Und jetzt kommen die nächsten. So, wen nehmen wir denn da mal? Ah, Luki nicht. Ja, ja, ja. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. So. Er darf anfangen. Ausgewichen. Oh, trotzdem getroffen. Er darf ja zweimal. Ich kann es vergessen. Das ist ein zweifacher Angriff. So, Infiltratorkraft. Er darf anfangen. Wir machen jetzt Infiltrator-Training für alle. Jeder hat jetzt Kampfreflexe. Und jetzt kommt Agent Arendt mit Mr. Fantastic. So, das hat jetzt was gedauert. Oh, und jeder kriegt jetzt hier den Stahlring ab. Dann müsst ihr jetzt leben, ne? Zack. Oh, daneben. Aua, 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 yeah. Jo, lebt damit. Deine eigene Schuld. Na, der macht dich jetzt fertig. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt. Der hätte nochmal gedurft. So, jetzt kommen erstmal hier schön Kampfbefehl. Ich liebe diese. Ich liebe das. Wie bitte? Wie bitte? Was machst du da? Hier. Bitteschön! Bitteschön! Oh.
Und tschüss. So, genug geredet. Weiter geht's. Oh, 4000. Linderungsschub. Verstärkt, agil. Ah, ich krieg Erholung. Die sind noch gestärkt und er ist konzentriert und er kriegt auch kosmische Energie und ai. Und ich glaube, eigentlich wirklich jeder darf mal zurückhauen. Ja, also, der ist schon weg. Oh, jetzt kriegen wir auch noch die Aufmischerkraft dabei. Chaotisches Messer. Schieb's hier sonst wohin. So. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, das war fein. So, jetzt haben wir noch 1, 2, 3. Weil er wird ja hier vorkommen. Ja. 3. Also 4 Kämpfe werden wir noch haben. Weil wir kriegen ja noch einen epischen Boss. Ich bin mal gespannt, wer das ist. Wer hier die Fäden zieht an der Führung. Werden wir gleich herausfinden. So. Ja, wir lassen die Kombo, die ist ganz gut. Ja. So. Agent SOG Niemann kommt als Verstärkung. Oh, ich sehe schon, was da kommt. Kriegst verstärkte Unterschallkanone. Und fast alle weg. Super. Desorientiert auch noch. Unsere einzige Rückkopplung. Und wir sind das Heilmittel natürlich, ne? Zack, 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 zack. Oh, und sauer ist er auch noch. So, der geht nach Hause. Ja, sowas macht er auch kaputt. Da kommt schon die nächste Welle angeraumt. Und das Heilmittel machen wir direkt nochmal. So muss das sein. Er ist sich todsicher, hast du das gesehen? Habt ihr das gesehen? Er ist sich todsicher, aber hat nichts gebracht. Ja, dann kann er jetzt auch nach Hause fahren. Nicht ganz. Oh, werf dich noch nicht wieder schützend davor. Autsch. Ja, der wollte ihm Deckung geben. Nee. Boah.
Ja, also ich würde mal sagen, ganz klar weg. Und wir haben ganz klar gewonnen. Ja, einen Kampf haben wir damit noch. Das ist gut, nämlich Anti-Venom bleibt und dann ist er nämlich fürs Training für Level 7 bereit. Haha. Muss ja so. Eigentlich muss ich sie ja alle hochleveln, damit der PvP-Boni stimmt. Aber jetzt kommt erstmal Agent SUG Bochgott als Verstärkung. Ich habe ihn im Kopf. Ich habe den Namen im Kopf. Hogan. Glaube ich. Hogun. Ich glaube, müsste Hogan sein. Wenn mich nicht ganz vertue. Aber einer ist schon mal weg. Und ich schieße direkt daneben. Er braucht mir nicht sagen, dass ich schlecht bin. Das weiß ich auch so. Ja, ja, ja. Mach Anti-Venom ruhig, ist wütend. Ich zahle nämlich eh die Faxenticke. So. So. Tja, da ich aber auch nochmal zuhauen darf, ne? Tschüss! War aber knapp. So, und du darfst jetzt hier erstmal einen Overkill veranschlagen. 11.000! So muss das laufen. Ja, wir müssen immer erst auf die kleinen Spacken da oben. Autsch. So muss das sein. So, damit Anti-Venom noch was machen kann hier gleich. Und wir auch. Wir haben nämlich fast keine Ausdauer mehr. Ach komm. Du bist ein Vogel. Gut, dass wir dich jetzt hinter uns haben. Chaotisches Messer. Hat nichts gebracht. Irgendwie. Der andere muss mitleiden. Das ist geil. Das ist geil. So, nochmal den Kreuzzug und dann müsste er hier weg sein. Jawohl. Boah. So, dann kriegt das jetzt auch nochmal jeder ab, auch wenn es eigentlich unnötig ist, aber man braucht es. So, hier kriegt einen Kopfschuss. Ah, ja, die Tür, die treffen immer mit. So. Training fertig für Anti-Venom. Super. So, jetzt kommt der Bosskampf. Black Cat ist dabei. Rot, rot. Ich glaube, wir nehmen Psylocke mit. Black Cat. Gerade als ich dachte, ich hätte Glück. Ich bin wegen Nick und Maria hier. Nick und Maria sind beide nicht hier. Willst du eine Nachricht hinterlassen? Darauf kannst du wetten. Hier kommt sie. Wir haben die Chance auf eine modifizierte versteckte Klinge. So, du wirst jetzt gehen. Wo haben wir sie denn? Da haben wir sie doch. So. Ihr werdet nicht lange bleiben, Vector und Jack-O-Lantern. Euch werde ich zermalmen. Euch werde ich töten. Euch werde ich zerhacken. Was nur alles. So, aber jetzt kommt erstmal Agent Bean mit Herkules. Geh auf den ganz unten, bitte. Oder so, direkt auf alle. Jack-O-Lantern ist betäubt, das ist gut. Erschütterungsexplosion. Uh-oh, geringeres Tempo. Austrittsfaktor. Uh-oh. Habe ich eigentlich schon mal gegen den Typen gekämpft? I don't know. Ich habe schon so viele platt gemacht, ich weiß das nicht mehr. Autsch. Eintrittsfaktor, Bonusangriff, ja.
bei einem Bonusangriff, dann kriegt er das hier direkt mal ab. Ja, ich mag den nämlich nicht. Aber ich gehe erstmal. Ja, ich gehe auf ihn hier. Er geht mir nämlich am meisten auf den Sack. So, der ist weg. Ach, der ist ja eh betäubt. Und jetzt kommt der Handgelenkschuss. Ausgewichen. Wunderbar. So, du darfst jetzt saften. Mentale Koordination, jawohl. Safte ruhig, du Sau. Safte ruhig. Ich schlag dich. Ich schlag dich. Okay, der ist tschüss. Der ist weg. Der ist definitiv weg. So. Selbe Spiel hier jetzt nochmal mit dir. So. Und ich darf schon. Ich hau schon wieder zu. Und. Jawohl. Der ist jetzt weg. Jetzt kommen die Blutungen und tschüss. Und schon gewonnen. Ja, das ging schnell. Das ging schnell. So, Boss-Belohnung gibt's jetzt hier. Ja, ich hätte natürlich gerne die Kommandopunkte, weil einen Spannungssturz brauche ich nicht. Die brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Ich brauche Kommandopunkte. Jawoll, die Fünferladung. Die Fünferladung. Jetzt haben wir 11. Damit haben wir Cover Thors Uniform auch immer näher. Er hat eine Art Portal herbeigerufen und ist verschwunden. Genau wie letztes Mal. Sie wollen uns aufhalten, Toni. Ich bezweifle, dass Nick und Maria jetzt irgendwo in der Nähe sind. Gehen wir sicher. Agent, bekämpfen Sie die Magier weiter, wenn Sie sie sehen. Cat, macht mit der Aufklärung weiter. Ich habe das Gefühl, dass wir bei dieser Operation noch nicht an der Kommandospitze angekommen sind. Jetzt wissen wir, wer hier vermisst wird. Toni, der grüne Kobold ist auf dem Grundstück der Latverianischen Botschaft. Die Magier Ufus, Doom und der Kobold, der Zusammenschluss wird größer. Jemand Großes steuert das alles. Vielleicht mehr als einer. Ein Zusammenschluss. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, sind kooperierende Superbösewichte. Tja, das wäre es erstmal. Wie Fury sagen würde, einsteigen oder aussteigen. Der grüne Kobold. Wieder Black Cat. Nur ein Mitglied der Rettungsmission? Scheint scheinen seine Direktoren nicht viel wert zu sein. Den Rest des Teams lernst du gleich kennen. Du, die Magier denken vielleicht, dein Leben ist nicht viel wert. Wir denken anders. Bitte? Die Magier? Nützliche Banditen? Nicht mehr. Fury und Hill sind für die Lösegelder. Wie du dir vielleicht vorstellen kannst, habe ich eine etwas andere Meinung zu ihnen. Okay, dann ist Psylocke jetzt raus und ich nehme... Boah, wir nehmen den mal. So, das gibt auf die Schnauze. Hulk, unser kleiner Freund. Ja, ich bin Hulk, ich sehe den Kohl, ich bin 21.411. Jungs, ihr nehmt Drogen. Agent Stair Dancer, komm direkt sofort hierher, sofort. 21.000. Alter. So, da war das holographische Schild. Jetzt ist ihm schon mal schwindelig. Oh, Hulk wird sauer. Er hat ja auch die HP-Anzahl gelesen und denkt sich, heiliges Kanonenrohr. So, wir ziehen aber auch schon 3500 ab. Ja, Blackhead ist im Nachteil, aber da müssen wir durch. Das darf man nämlich zweimal. Kobold-Serum. Das war's schon? Okay, dann hauen wir nochmal drauf. Ugh. Aber er hat nur noch 10.000. Jetzt hat er nur noch 6.800. Jetzt machen wir schön den Glückstreffer rein und das sollte eigentlich schon reichen. Vielleicht ist er schon da und dann. Jo, der ist weg. Tschüss. Das ging doch schneller als erwartet. Dafür, dass er fast 22.000 hatte. 200 Erfahrungspunkte für jeden. Und jetzt gibt es eine schöne epische Boss-Belohnung. So, da gucken wir mal rein. Was haben wir hier Feines? Was ist das denn? Ein PEW-Storch. Laserpartikelfokus. Erhöht den durch den nächsten PEW-Angriff erlittenen Schaden. Dann haben wir Adamantium-Knöchel. Den braucht kein Mensch. Und was ist das? Modifizierter Koboldgleiter. Richte zusätzlich Schaden bei fliegenden Zielen an. Wow, 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 wow. Ja, oder 10 Kommandopunkte, 5 oder 3. Also ich möchte entweder die Waffe hier oder die Kommandopunkte. Okay, wir nehmen die Waffe. Wir nehmen die Waffe. Dann haben wir sie schon mal drin.
Osborn ist auch wieder zurück in der Botschaft. Soll ich hinterher? Negativ, Cat. Geben wir Doom keinen Anlass für falsche Ausbrüche. Giant soll schon bald den Kongress unterrichten. Wir brauchen da keinen diplomatischen Vorfall. Nick und Maria wurden bei der latverianischen Botschaft entführt und das soll kein diplomatischer Vorfall sein? Toni, ich bitte dich jetzt aber! Wenn du Politik machen willst, dann kandidiere doch. Wenn nicht, halte dich an die Mission. Verstanden? Ja, jetzt lass uns ein Eis essen gehen. So, Mission ist fertig. Mal gucken, wie viel wir hier schaffen an Sterne. 1, 2... Ja, 2. Gib noch ein bisschen Silber. Hehehe. 250 und 1000. Super. Super. So. 2 der 3 Leiter von Schalt sind in den Händen der Magier. Toll. Noch immer stiften Mutanten Chaos. Loki ist irgendwo da draußen. Die Hand spielt mit einem obskuren Ritual herum und keiner weiß warum. Das ist alles scheiße. Ich brauche einen Döner. Die Leitung von Stark Industries ist im Vergleich das reinste Picknick. Ja, das stimmt wohl. So, das haben wir geschafft. So. Okay. Ja, bevor wir weitermachen, ihr seht, ich habe keine Energie mehr. Ich muss aber meine Nachbarn noch abklappern. Das mache ich jetzt eben und dann sehen wir uns hier wieder, weil Schwindler und Destroyer heißt die nächste Mission. Nick und Maria sind entführt. Vielleicht finden wir sie ja sogar schon hier.